Lithium-Ionen-Akkus sind inzwischen allgegenwärtig. In Mobiltelefonen oder Akkuschraubern nutzen wir sie täglich. Für die Schule, zum Nachbauen, Nachmessen und Verstehen, hat Professor Marco Oetken von der Pädagogischen Hochschule Freiburg ein Lehrprojekt zu Lithium-Ionen-Akkus entwickelt. Auf dem Lehrerkongress der chemischen Industrie in Filderstadt stellt er ihn gemeinsam mit Martin Hasselmann vor. Ja, der Lithium-Ionen-Akkumulator wird bei der Energiewende eine große Rolle spielen. Elektromobilität, Stichwort. Für Schüler natürlich naheliegender noch, in jedem Handy, in jedem Laptop ist so ein Lithium-Ionen-Akkumulator, sonst würden diese Geräte gar nicht funktionieren. Es gab bisher weltweit keine Möglichkeit, diese Technologie transparent für die Schüler darzulegen. Das hat sich jetzt geändert. Wir haben ein ganzes Set von Experimenten entwickelt, die aufzeigen, wie diese zukunftsweisende Technik im Detail funktioniert. Und das wollen wir heute vorstellen, mit dem Ziel, diese Inhalte in die Curricula der Schulen zu implementieren. Zu der Veranstaltung in Filderstadt kamen an die 300 naturwissenschaftliche Lehrer aus ganz Baden-Württemberg. Sie informierten sich über aktuelle Themen aus den Naturwissenschaften ebenso wie zum Berufseinstieg in die Chemie. Im dritten Jahr wird auf dem Lehrerkongress die Auszeichnung des Dialog Schule Chemie vergeben. 2013 erhielt Dr. Jürgen Braun von der Johanna-Wittum-Schule in Pforzheim die Auszeichnung unter dem Motto Experimentieren, Begeistern, Vernetzen. Er hat unter anderem die Aktion und die Internetseite modernebiotechnologie.de ins Leben gerufen, um mit Schülermentoren und Experimentierkoffern einfache biotechnologische Versuche an allen Schulen im Land möglich zu machen. Mit vielfältigen Kontakten zu anderen Schulen im In- und Ausland und zur Industrie hat er ein umfassendes Netzwerk aufgebaut. So sind beispielsweise Schüleraustauschprojekte mit spezialisierten Hochschulen in den USA in dieser Form einzigartig. Ich glaube, der größte Erfolg in der Zusammenarbeit mit Schülern ist das Mentorensystem, das wir ganz stark ausgeprägt an unserer Schule vorfinden. Wir haben Schüler, die in einer Arbeitsgemeinschaft Biotechnologie am Wochenende bereit sind, Dinge zu erlernen, die über das Unterrichtsmaß deutlich hinausgehen. Und diese Schüler, die sind dann auch in der Lage, am Ende auf speziellen Anlässen, wie zum Beispiel diesem Lehrerkongress hier, ihre Tätigkeiten vorzustellen oder sogar in der Lehrerfortbildung unser Aushängeschild, das ausleihbare Experimentierset zum genetischen Fingerabdruck auch in einem Workshop Lehrern, ihren Lehrern beizubringen. Das ist für mich die größte Genugtuung, zu sehen, dass Schüler in der Lage sind, wenn man ihnen die Verantwortung übergibt, diese Verantwortung auch zu rechtfertigen und Lehrer sogar zu unterrichten. An den Ständen von 30 Ausstellern kamen die Besucher mit Ausbildern aus Chemieunternehmen, Schulinitiativen oder auch Preisträgern von Jugend forscht und Wettbewerben wie Nanu ins Gespräch. In den Informationsforen ging es unter anderem um die Energiewende und die Beiträge der Chemie dazu. Außerdem standen der moderne naturwissenschaftliche Unterricht im Cyber Classroom und das sichere Experiment im naturwissenschaftlichen Unterricht auf dem Programm.